Am 18. Dezember 1992 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören. 1995 erklärte die ungarische Regierung diesen Tag, den 18. Dezember also, zum Tag der Minderheiten, der Nationalitäten in Ungarn. Seit 1997 wird an diesem Tag traditionell der Nationalitätenpreis des Ministerpräsidenten an Personen und Gemeinschaften verliehen, die im Interesse der Nationalitäten im öffentlichen Leben, auf dem Gebiet der Bildung, der Kultur und so weiter Hervorragendes geleistet haben. Im Jahre 2017 konnte diese hohe Auszeichnung von Zoltán Balogh, Minister für humane Ressourcen, Johann Schuth, der Chefredakteur der Neuen Zeitung und Vorsitzender des Verbandes Ungarn Deutscher Autoren und Künstler, übernehmen. Mit dem Nationalitätenpreis wurden seine beinahe 50-jährige journalistische Tätigkeit beim Ungarndeutschen Wochenblatt sowie seine Verdienste in der Organisation, Förderung und Aufrechterhaltung der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur und der ungarndeutschen Kunst anerkannt. Nach 2 Jahren, da war ich eigentlich noch in der Journalistenschule, da hat man mir provisorisch übertragen im Kulturressort, also praktisch begann ich schon 1972 mich zu spezialisieren auf die Kultur. Damals wurde auch die Literatursektion des Verbandes gegründet. Ich wurde dann Gründungsvorsitzender und blieb eigentlich bis heute. 1976 bin ich nach Fünfkirchen gegangen, wurde Korrespondent für die Neue Zeitung. Dort in Fünfkirchen, da war man mittendrin des Geschehens. Also da waren alle wichtigen Leute, der Krautjohann, der Sanderbieler, da war der Rundfunk, da war dann später das Fernsehen. Rundfunk wurde dann landesweit und das war wirklich so eine Art Aufbruchzeit, kann man wohl sagen. Also ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Mit dem Minderheitenpreis des Ministerpräsidenten wurde im Jahre 2017 auch der Musiklehrer und Dirigent Sándor Kosás, der Kapellmeister der Jugendblaskapellen in Kleindurval und in Sóskút, ausgezeichnet. Er erhielt die hohe staatliche Anerkennung für seine musikpädagogische Tätigkeit im Interesse der Pflege des ungarndeutschen und deutschen Musikgutes. Das kommt auch von meiner Familie, von meinem Opa. Er war auch Musiker und spielt auch Bariton wie ich. Unter der Leitung von Johann Troll, der war Kapellmeister in Großtowal, in Törökbálint. Und bei ihm habe ich die Musik gelernt und später habe ich auch studiert. Ja, Musik studiert und Musiklehrer geworden, nicht? Ja, und daneben auch Dirigent oder Kapellmeister.